Sie wollen Tablet-Schule werden und fragen sich, welche Fortbildungsmöglichkeiten es für Lehrkräfte gibt? Wir stellen einige Formate vor. Die schulinterne Lehrkräftefortbildung, kurz Schilf, kennen Sie vermutlich alle. Sie wird häufig am Zukunftstag abgehalten, wenn keine Schülerinnen und Schüler in der Schule sind. Hier kommt das gesamte Kollegium verpflichtend für einen Tag zusammen. Die Schilf beginnt meistens mit einem Impulsvortrag als gemeinsamem Einstieg. Danach begeben sich die Teilnehmenden in kleinen Gruppen in verschiedene Workshops. Ein Workshop kann natürlich auch außerhalb einer Schilf stattfinden. Hier arbeitet eine kleine Gruppe in kompakter Zeit intensiv an einem meist praxisorientierten Thema. Ein Kennzeichen ist dabei die kooperative und moderierte Arbeitsweise an einem gemeinsamen Ziel. Und warum eine Schilf nicht auch mal als Barcamp organisieren? Anders als beim Workshop gibt es hier keine referierende, sondern teilnehmende bzw. teilgebende. Diese entwickeln und bestimmen die Inhalte zu Beginn einer Veranstaltung selbst. Jeder soll etwas beitragen. Das ermöglicht einen Dialog auf Augenhöhe. Das Barcamp ist eine einfach durchzuführende und gewinnbringende Fortbildungsmöglichkeit, die bisher noch unterschätzt und an Schulen kaum verbreitet ist. In einem zeitlich und personell kleineren Rahmen kann man auch Mikrofortbildungen durchführen. Kolleginnen und Kollegen lernen hier von und miteinander. Die Formate hierfür können zum Beispiel Wissen vor 8 vor Unterrichtsbeginn sein, die digitale Mittagspause, Phobi-Snacks oder ein Kurskiosk. Input, Selbstreflexion und Supervision kann man sich auch über die kollegiale Hospitation verschaffen. Hier findet die Fortbildung dort statt, Wohin sie letztendlich zielt, nämlich im Unterricht. Wenn es um Fragen der technischen Bedienung geht, können als besonders niedrigschwelliges Angebot Technik- oder IT-Sprechstunden eingerichtet werden. An einem festen Ort und Zeitpunkt können Kolleginnen und Kollegen ohne Anmeldung mit ihren Fragen kommen und ihr Gerät direkt mitbringen. Das entlastet die Pausen für die Lehrkräfte, welche die Technik verwalten und First-Level-Support leisten. Hier können auch alle von der Expertise der Schülerinnen und Schüler profitieren, die als Technikscouts fungieren. Input von anderen Schulen bekommen, Erfahrungswerte austauschen. Besonders für kleine Schulen kann dieses Format gewinnbringend sein. Um möglichst viele neue Impulse zu bekommen, empfiehlt es sich, sich mit unterschiedlichen Schulen beispielsweise aus der Nachbarschaft, theoretisch aber auch aus dem Ausland auszutauschen. Andere Formate wie zum Beispiel Barcamp können schulübergreifend online umgesetzt werden. Hier noch einmal alle Möglichkeiten in der Übersicht. Viel Spaß beim Fortbilden!